Du schon wieder, du Kröten, du. Ich meine, erst wenigstens allein. Nein, ist eh kein Problem. Aha, hast du das gegen die Wand einmal zur Abwechslung passt? Magst du weggehen von mir? Machen wir einen Boss Rush Mode oder was jetzt da? Was für eine Musik ist das? Das ist es. Irgendwo Geheimgang wieder und so ein Stern dort drinnen. Na, schaut nicht so aus. Aber inwiefern hilft mir jetzt die Eis, also die Frostpower gegen einen Bonkers? Gar nichts hilft sie mir, ja. So hat sie mir ein bisschen Kurven. Ja, gute Richtung. Ne, ich lerne ja nichts dazu. Das ist ja das nächste Lustige. Ich lerne absolut nichts dazu. Hammer. Hammer ist gar nicht so schlecht, aber ich muss einfach so weit zu wie. Und da ist glaube ich gescheiter. Aha, ja. Das war jetzt gar nichts gescheiter. Ich muss mich jetzt so ganz kurz ein bisschen beruhigen. So. Ich bin so angefressen noch immer, wenn der Gegner gespawne und zugespamme. Dass ich mich gerade sehr, sehr schlecht konzentrieren kann. Das muss ich jetzt wirklich zugeben. Ich hab einfach nicht mal gewusst, dass man so zugeschissen wird mit Gegnern. Jetzt, ich glaube, er schnappt mich wieder. Wo hat er eigentlich die Äpfel her und warum schmeißt er Äpfel? Warum schmeißt so ein zweibeiniger Elefant Äpfel? Die Wurfpower. Die wird mir nicht viel bringen beim Boss, weil den wir nicht schnappen können, nicht mehr, oder? Na, vor allem der hat ja selber die Wurfpower. Der Typ ist ja voll gefährlich. Ohne Power. Boah, so wütend. Er schaut so brutal aus mit seinen Zungen. Gut, dass er vorher erleichtert kurz. Wow, ich glaube, das reicht, aber nein. Hat offensichtlich nicht gereicht, wie man gesehen hat. Was hab ich denn schon mal bekämpft gehabt? Mit Wosen? Hä? Okay, ich hab ihn werfen können. Oh, der Feuerlöwe wieder. Na, da hab ich kein Power jetzt gegen den. Da schmeiß ich gleich einen Stern. Weil, den kann ich nicht einsagen. Wie er herbratzelt.
Sind das jetzt eigentlich stärkere Versionen, als andere Form haben? Hm. Muss so sein fast. Ups, shit. Wow, okay, deswegen kriegt man die Feuerballpower von ihm. Das hat er vorher gar nie gemacht. Jetzt schmeißt er keinen Feuerball. Ah, keinen Stern. Ja. Ich trotzdem ein cooler Boss, obwohl er mir in die richtigen Formen besser gefällt. Ah, da geht's zum Warp-Stern. Ich glaube, das dürfte jetzt da mal eine finale Konfrontation sein. Ui. Ah, na, okay. Hier jetzt glaubt, dass noch ein Boss kommt. Noch also eine finale Konfrontation eben. Das war jetzt fast ein bisschen abrupt. Na, da wird er gehängt, ne? Okay. Sondern einen Haufen Schlaf-Kirbys. Dreamland. Aurora Allee. Okay. Wow, du gehst du weg. Alter! Ich hab keine Meta gegen die Gegner. Ist nix. Ja, jetzt. Einfach schnell weiter. Wenn ich die eine erwischt, erwischt mit die andere. Und das ist wirklich ein Zugespamme. Gesport's euch das doch. Das habt's nicht not, Kirby-Entwickler. Wirklich nicht. Das haben die nicht nötig. Schaut sich das einmal an, was da los ist. Da sind 1 Milliarde Gegner. Oh, ist mir zu riskant, dass die ganzen Kanonen oberrasseln da. Spät. Hm. So maßlos übertrieben. Schaut euch das einmal an. Entschuldigung, aber das ist wirklich zum Kotzen. Sauge wirklich einen Block ein. Mhm. Wieso ist da? Na. Hm, das wird jetzt nicht gut ausgehen, fürchte ich. Nein! Gut, das ist es definitiv nicht wert. Ich hab genug Leben. Also, jetzt könnte ich nochmal machen den Weg.
Aber so zugeschissen werden mit Gegnern, das ist ja Hammer. Ich habe noch nie in einem Spiel so viele Gegner gesehen. Wie schnell die spawnen, das ist... Das war ja nur eine Frage der Zeit. Sie wissen, wie man wen boostet. Also das haben sie drauf. Radium! Wie oft soll ich es noch sagen, dass die umdrehen so ist, Alter? Aha. Ich stehe jetzt einfach sofort voll Gas ab. Ich bin. Das war jetzt dem Untergang geweiht, der Versuch da. Also da habe ich nicht einmal eine Chance gegen den mit der Feuerball gegen den Abtrieb. So. Aha. Da muss ich aber verdammt blöd sein. Warte mal. Ja, so nicht. Alter, schleich die da oben, du. Und das ist halt absolut nicht lustig. Wenn das die ganze Zeit passiert. Jetzt hätte man doch so ein cooles Level. Als Hommage an Kirby's Dreamland. Die Green Greens aus Kirby's Dreamland. Und dann stürzt das Programm ab und hängt. Und dann ist der Chat weg. Das ist. Weil das ist wirklich grenzgenial, sowas zu machen. Levels Kirby Streamland noch einmal reinhauen. Oder ein paar Level in Wirklichkeit. Ich find's nicht. Ich find's sehr wild. Weil es mir einfach anzipft. Es ist vermeidbar, es ist komplett unnötig, dass das passiert. Und wenn ich es dann für YouTube zusammenschneide und das, der Chat weg ist, dann ist das einfach lästig. Das ist ein richtiges cooles Revival. Von ein paar Level aus Kirby's Dream Land. So cool. Wahnsinn. Wirklich 1 zu 1 nachgebaut. Sogar mit der unfairen Kokosnuss da oben, da müsste da Geheimgang sein. Hey! Den Geheimgang haben sie nicht gemacht. Natürlich, ich kann natürlich Dings Fähigkeiten annehmen, was ich sonst nicht könnte. Aber wer ist dann da? Okay, warte mal. Dann ist ja. Geht's dann wirklich bis zum Mount DDT? Dann wäre der Boss da. König DDD. In dem Level schon. So. Damit das könnte auch wieder einen Geheimgang bedeuten. Da eine Säule fällt. Ja. Mir geht's trotzdem und ich find's
schlimm, weil ich nicht ganz dicht bin. Das ist so nervig bei mir. Aber da, oh, jetzt pass auf. Wieso kriege ich überhaupt die in Schirm? Bahn, Waddle Doo mit. Da war das Säulenende. Nein, ist auch nichts. Schade. Ja. Aber der Mond ist ein Geheimgang. Im Original. Geil. Den habe ich leider nicht im Let's Play nicht kennt. Nicht gefunden. Aber jetzt habe ich ihn gewusst. Also ich habe ihn nicht mehr gewusst. Mir ist es später eingefallen. Im Kirby Streamland. Oh, da. Und wie immer ist der Boss anscheinend der König Dedede, weil es ist ja sein Symbol, sein Kopf. Ja, da ist er. Er ist so süß irgendwie. Kann man nicht helfen. Aber ist es wirklich wie es scheint in dem Spiel? Wow, aber er ist krass. Ich hätte jetzt gerne eine Spezialfähigkeit, ich Trottel. Ich glaube, es ist nicht wie es scheint. Wir sind auf jeden Fall beim. Oh, er kann fliegen auch schon. Das habe ich vergessen. Nein, der paniert mich. Ich glaube, ich brauche eine Spezialfähigkeit dann. Mit der ich besiegen kann. Wow, komm ich vorher her. Der Lausbube. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Ich den da jetzt ausweichen können. Mal komm schon, echt? Ja, das hat keinen Sinn. Er kann halt auch richtig viel einstecken. Ja, eine Spezialfähigkeit hätte ihn wahrscheinlich schon. Das war's. Okay, doch nicht. Ah, dreh dich nicht um, Kirby, danke. Ja, jetzt flieg ich wieder. Man kann auch die Sterne ja irgendwie einsagen vom Hammer. Wenn er den da macht, aber ich weiß nicht wie. Leider. Na, das war's. Aber ich glaube, in einer Spezialfähigkeit kann man den relativ leicht knacken. Laser wie nehmen, ja. Weil da kann ich schon viel Abstand halten zu ihm. Schauen wir mal, ob das was bringt. Ich glaube schon. Ich werde jetzt natürlich seine Sterne nicht einsagen. Das wäre jetzt halt zusätzlich cool. Wenn ihr den ja noch nehmen könnt. Jetzt macht er viel öfter die Sprungattacke. Hätte er vorher schon tun können. Dass ich einmal ein bisschen öfter mit Sternen bewerfen kann. Das muss ich ausnutzen, weil er saugt. Mhm. Jetzt ist er gerade voll tricky. War das richtig drauf? So, komm. Einmal noch. Das geht jetzt aber. Und tschüss. Jawohl. So, jetzt ist es Welt 8 Traumbrunnen. Jetzt erfahren wir nämlich, was da wirklich passiert ist, Leute. Jetzt erklärt uns der König Dedede nämlich, ich glaube nur sehr schemenhaft, dass er gar nicht so böse war, sondern, ja genau, der Nightmare in Dreamland auftaucht ist. Das ist die Kugel da.
Und der König Dede, der im Traumbrunnen gebadet hat, der hat das Zepter an sich genommen und zerbrochen, damit der Nightmare das nicht zurückkriegt. Also damit der Nightmare nicht in seine Hände kriegt. Und der Nightmare ist jetzt die Kugel da. Den wir da jetzt besiegen müssen mit dem Sternenzepter. Und das ist jetzt das, was ich gemeint habe, die Spezialfähigkeit. Gleich wie beim Meter Knight mit dem Schwert, was ich auch nicht mehr gewusst habe. Man kann die Fähigkeit nicht verlieren. So. Das war die erste Phase vom Nightmare. Ich weiß nicht, ob ich das alles mit einem Lebensbalken schaffen muss. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und jetzt nimmt der Nightmare seine wahre Gestalt an. Das ist jetzt seine wahre Gestalt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann er verwundbar ist. Ich glaube in der Gestalt, ja. Weh du. Das ist gemein gerade da. Ich komme jetzt nicht mehr genau. Ja, okay, habe ich mit 20 Leben. Habe ich ein gutes Gefühl, muss ich sagen. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass man da jetzt mit dem Sternenzepter das machen muss. Und mir taugt das eigentlich gar nicht so extrem. Beim ersten Kampf schon, weil du hast natürlich unendlich viel Schuss, ist klar. Das ist äußerst nützlich. Aber da ist er halt ziemlich nervig. Und man kann ihm nur dann schaden, wenn er eben den Wirbel irgendwie so öffnet oder so dehnt oder seinen Umhang, glaube ich. Weil da ist er in seinem Sturmumhang drinnen. Und damit meine ich nicht den Fußballverein. Und ich schaff ihn wieder nicht. Das hab ich gar nicht mehr gewusst, dass er die Phase auch hat, oder dass er dann so von oben herabstürzt. Komm schon. Jawohl! Also, und der König DDD hat die Sternenzepter-Splitter an seine Handlanger, also an den Wispy Woods, an den Crackhorn, alle anderen Bosse verteilt, damit der Nightmare nicht an die zubekommt. Und dadurch, dass der Kirby eigentlich die Teile gesammelt hat und das Sternenzepter wieder zusammengebaut hat, ist der Nightmare wieder freigekommen. Und will das Sternenzepter rauben. Kirby, unser Held, kämpfte tapfer um das Sternenzepter. Aber König Nickerchen hatte gar nichts Böses im Sinn. Jedenfalls wollte er keinesfalls den Traumbrunnen beschädigen. Schuld an allem war in Wirklichkeit Nightmare. Er schuf Albträume, die den Strom des Traumbrunnens störten. Sie brachten Unheil und Schrecken über die Bewohner Traumlands.
wie der Superman. Als Königin-Nickerchen das Sternenzepter die Energiequelle des Traumbrunnens an sich nahm, wollte er es vor dem grausigen Nightmare verstecken. Mit Hilfe von Königin-Nickerchens Macht konnte Kirby Nightmare besiegen. Nun, da das Sternenzepter wieder an seinen Platz kommt, werden alle Träume zurückkehren. Dann mach es dir jetzt kuschelig und freu dich auf einen langen, süßen Traum. Der Traumbrunnen ist sowas wie die Energiequelle von Traumland, also von Dreamland. Der ermöglicht den Bewohnern Traumlands das unbeschwerte Spielen und Arbeiten. Ciao Kirby! Und das nächste Mal spammst du mir nicht so mit Gegner zu. Oder du gibst mir mehr Blots. Tja Leute, und das war Kirby Nightmare in Dreamland, oder wie es auf Deutsch heißt. Achso, scheiße. Das haben sie ja nie übersetzt, das Cover. Schatten bedrohen Traumland. Ist Remake von Kirby's Adventure am Nintendo Entertainment System. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ich hoffe, euch hat es nicht geärgert, dass ich mich so viel geärgert habe. Aber das Gegner-Gespamme, das war echt komplett unnötig. Schauen wir uns noch gemeinsam die Credits an. Ich verabschiede mich schon mal für heute. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Stream oder im nächsten Let's Play. Passt gut auf euch auf, Leute. Bleibt gesund. Schönen Abend noch. Baba. Ciao. Wird euch.